Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultimate General Gettysburg mit eurem Darwish. Und nach der letzten Folge, die ja, naja, sagen wir mal, nur ein bescheidener Erfolg war, aber unter so wenig Opfern wie möglich, okay gut, die Kavallerie musste ziemlich herhalten, würde ich gerne mal hergehen und würde sagen, verteidige die Hügel nördlich der Stadt unter allen Mitteln und Kosten, was ja nichts anderes heißt wie menschliche Opfer. So, was haben wir zur Verfügung? Wir sind die Union und haben anfänglich 10, naja, knappe 11.000 Soldaten. Wir kriegen knappe 9.000. Der Gegner wird uns ziemlich in die Weichteile treten. Er wird in Summe, ja, circa 9.000 Mann mehr haben. Jetzt ist die Frage, was können wir hier tun? Wir brauchen auf jeden Fall zwei vernünftige Schützenlinien. Und zwar nehmen wir da die Iron Brigade und Cutler nach vorne, die Bucktail Brigade nach hinten. Kavallerie am unteren Ende, Artillerie nach oben auf den Hügel. So, auch hier müssen wir ein bisschen umgestalten, weil so wird das nicht funktionieren. So, Biddle einmal nach vorne, Devin erstmal nach hinten. Auch diese kleinen Kavallerieregimenter aus Bufords Kavalleriekorps. So, und ich denke mal, die Artillerie hier außen lassen wir tatsächlich stehen. Kommen wir zu diesem Punkt, müssen wir komplett auflösen und uns südlich der Stadt formieren. Ich versuche allerdings tatsächlich, die Stellung hier zu halten. Angriff brauchen wir gar nicht dran denken. Chambersburg Pike brauchen wir gar nicht versuchen zu erobern. Das wird nur nach hinten losgehen. So. General Reynolds lassen wir mal bei Oak Ridge. Ah, hier haben wir noch ein Regiment aus Bufords Korps. So, alles in Bewegung. So, die Bucktail Brigade bleibt hier stehen. Die Iron Brigade. So, Position halten Befehl. Okay, so, das läuft soweit. Die Bucktail Brigade, die stellen wir. Wo stellen wir denn die hin? Da kommt Pettigrew. Cutler hat 1500 Mann. Nee, dann müssen wir, glaube ich, doch hergehen und Bucktail direkt an die Front stellen. Gamble können wir ja versuchen, mal die linke Flanke zu halten, während sich an unserer linken Frontlinie noch gar nichts tut. Die Frage ist also, könnten wir doch eigentlich Baxter entbehren und den mal in den Norden schicken? So, Biddle hat Aufstellung genommen. Schicken wir mal nach da oben und die Batterie von Stephens. So, es geht los. Das Gefecht beginnt. Es ist der 1. Juli. Es ist nicht mehr morgens. So, Halt. Ausrichten. Ich muss mal Buford nach oben schicken. Und ich glaube tatsächlich, so, die Bucktail-Brigade muss ich beeilen. So, wo ist Buford? Buford ist hier. So, Walk. Okay, Davis zieht sich zurück. Das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis, finde ich.
Butler können wir noch ein bisschen nach vorne ziehen. Obwohl, nee, komm, den lassen wir hier so wie es. Oh nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir werden von Brockenborough bedrängt. Da wird gleich Baxter hinzukommen. Ah, General Barlow. Trifft ein, ja gut, wir haben gerade Pause. So, Paul. Schicken wir mal nach vorne. Ich denke, die linke Hälfte können wir erstmal so lassen. Gamble sollte sich etwas zurückziehen, das ist ein bisschen zu weit vorne. Nach meinem Geschmack. So. Halt, stopp, 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 stopp. Jetzt formiere ich halt nochmal neu. Archer. Ne, das geht gar nicht. Archer will uns umgehen, vermute ich. Das können wir auf gar keinen Fall zulassen. So, Paul, halten. Ja, ich weiß, ich krieg das heute mit Gamble noch hin. Halt doch mal stehen. So, neu formieren der Iron Brigade. Und Brockenborough kriegt es mit Baxter zu tun. So, halten und Stellung halten. So, Archer zieht sich zurück. Warte mal. Lassen wir einfach mal automatisch schießen. So, da kommt Infanterie. Da kommt Major General Oliver Howard. Den stellen wir mal mit seiner Armee direkt westlich der Stadt. Mal gucken, wann und wo wir ihn brauchen. Da kommt noch mehr vom 11. Korps. Nee, Grischa. Ruhig etwas weiter links. Habe ich wieder nicht aufgepasst. So, Buford auf jeden Fall. So, drehen. Und Stellung halten. Baxter, Stellung halten. 50% Schutz, 76% für die Iron Brigade. Ja, das ist fürs Erste okay, aber es ist ein Knackpunkt in meiner Front da oben. Ich muss jetzt erstmal noch abwarten, wo genau die konföderierte Verstärkung kommen wird. So, Biddle. Ja, Stellung halten Befehl. Das machen wir auch mal bei den beiden da unten. So, wo stellen wir... Ich würde sagen, die komplette Kavallerie einfach in die Mitte. Einfach alles in die Mitte. Das sollten die soweit hinkriegen, die Stellung zu halten. Ich hoffe es zumindest. Sie müssen es einfach. Halt, das ist General Howard. Und Stellung halten. Die können wir mal noch ein bisschen nach vorne ziehen. Die müssen nicht ganz so weit hinten stehen, sonst reicht es mit der Feuerdistanz nicht. Ja, also das Movement von den Einheiten stimmt noch nicht so ganz. Aber da legen die Entwickler ja immer wieder nach und liefern Updates zum Spiel. Es ist ja auch noch ein Early Access. Bitte, bitte vergesst das nicht. Es ist noch ein Early Access Zugang, aber laut den Informationen, die ich erhalten habe. Warte mal, den lenken wir mal hier oben hin. Laut den Informationen, die ich erhalten habe, wird es tatsächlich so sein, dass es vermutlich schon im September erscheint. Die Entwickler sagen von ihrem Stand aus, dass es schon relativ weit fortgeschritten ist.
Worauf ich mich natürlich bei einem, also spätestens bei einem Release, mindestens selber freue, ist dann der Multiplayer-Part. Gegen menschliche Spieler diese Schlachten zu schlagen, da bin ich wirklich mal gespannt. Da können auch du und ich mal gegeneinander spielen. Ich glaube, Koop ist nicht geplant, von daher kann ich leider Gottes kein Miteinander erwähnen. So, wo ist da oben? So, das komplette erste Korps steht in Frontlinie. Wir halten. Ja, ich würde sagen, wir halten das 11. Korps mal noch ein bisschen zurück, bis wir wissen, von woher die Gefahr genau winkt. Und derweil lassen wir sie mal Stellung im Zentrum ziehen. Das Zentrum ist natürlich mitunter immer das Wichtigste, aber natürlich dürfen die Flanken auch nicht vernachlässigt werden. Ah, von Schilzer habe ich jetzt übersehen. So. Ah, da hinten steht noch eine Batterie, ganz einsam und verlassen. Die bringen wir natürlich auch noch ins Gefecht, und zwar zu Lutheran Seminary. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sind hier die Verluste. Davis hat zu viel davon, muss sich erneut zurückziehen. Ein Moraleinbruch, und jetzt gibt es eine Salve von der Iron Brigade. Und da fallen sie. Mittlerweile eine Funktion, die integriert wurde, ist tatsächlich hier dieser Gruppenbefehl. Bis jetzt allerdings von uns noch nicht wirklich genutzt, denn ich habe es innerhalb der ersten bis achte Folgen erwähnt. Damals Sid Meier's Gettysburg. Vorlage eigentlich hier für Ultimate General Gettysburg, will ich jetzt einfach mal so sagen. Blochers Knoll. Ich schick mal eben Reynolds dahin, was sich hier tut. Sollte ich vielleicht eine Batterie dahin schicken? Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall, die konföderierte Verstärkung ist noch nicht eingetroffen. Der erste Tag verläuft noch relativ glimpflich, aber ich denke, abhängig davon, wann die Verstärkung der Konföderierten eintrifft, wird es hier mächtig was auf die Eier geben. Allerdings hat Blochers Knoll auch nur 250 Verstärkungspunkte, ergo nicht so wertvoll. Ich könnte mir überlegen, falls es sich die Zeit ergibt, Oak Hill einzunehmen. So, ich schick mal Schimmelpfennig zu Blochers Knoll. Mehr will ich hier allerdings nicht entbehren. Ames von Schilzer und Christianowski müssen hier bleiben. Das ist ein zu hohes Risiko, zu viel zu entfernen. Ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, aber übertreiben muss man es auch nicht. So. Mit Howard sperre ich mal Oak Hill aus. Die Kobinenfarm sollte mir da Zuflucht gewähren. Early's Food Division comes from fast from the northeast. From the northeast? Scheiße. Okay. General Early will mich hier also in ein Gefecht verwickeln. Wir brauchen hier oben Verstärkung und schicken die komplette, zumindest mal die vorhandene, das vorhandene 11. Korps schicken wir mal nach oben. Und zwar das 11. Korps, die erste Division davon. Wir müssen sie abhalten. Wir müssen sie abhalten, uns in die Flanke zu fallen. Denn das würde nämlich Early tun. Und so wurde es auch General Lee berichtet.
Der Moment, als klar war, wann Early genau hinter den Potomac-Linien runterkommt. Jetzt ist es soweit. So, wir machen mal die Frontlinie vielleicht nicht ganz so lang. Und jetzt müsst ihr euch ranhalten. Ich will sie aber nicht rennen lassen. So, wo ist Howard? Ah, hier, da ist er doch. Das wird heftig. Da werden wir wahrscheinlich beim Anmarschieren ins Gefecht verwickelt werden. So, Schimmelpfennig noch etwas ans Flüsschen heran. So, erstmal Position halten Befehl hier. Warum kann er nicht weiter, weil es nur über die Brücke geht? Nein, es geht nicht nur über die Brücke. Wenn ja, dann wäre das lustig. Okay, nee, geht's nicht. Halten. So, wie sieht's hier aus? Entschuldigung. So, meine Kavallerie, Artillerie hat Stellung bezogen. Wheeler, eine der herausragendsten Artillerie. So, alle mal Stellung halten, befehlen. Hier wird sich nicht zurückgezogen. Wir müssen hier alles verteidigen. Koste es, was es wolle. So, von Chilzer hat zwar prinzipiell seine Position erreicht. Ja, noch ein bisschen nach vorne muss es gehen. Wenigstens noch ein bisschen für ein wenig Deckung mehr. Kriegt er noch ein bisschen weiter nach vorne. So, Stellung halten. Es darf heranmarschiert werden. Brockenborough will uns in die Flanke fallen. So, Sir, we are in trouble. Rhodes attacks from Oak Hill. Okay. Eine neue Brigade. Wir müssen auf jeden Fall Brockenborough abfangen. Okay, die Schlacht ist im Gange. Wie sie ausgeht, liegt in den fähigen Händen unserer Soldaten, würde ich sagen. Die Schlacht von Gettysburg fand vom 1. bis 3. Juli 1863 statt. Gettysburg ist eine Stadt in Pennsylvania, ungefähr, naja, was ist ungefähr, ein paar Kilometer nördlich zur Grenze von Maryland. Ist ja mitten im amerikanischen Bürgerkrieg. Und tatsächlich mit mehr wie 43 1000 Opfern war es eine, oder war und ist es eine der blutigsten Schlachten auf dem amerikanischen Kontinent. Und gilt von der Entscheidung her ungefähr genauso wie Vicksburg oder Antietam als sehr entscheidender oder als der entscheidende Wendepunkt schlussendlich im amerikanischen Bürgerkrieg.